Geld manifestieren. Wer will das nicht? Wer will nicht Geld manifestieren? Wer versucht nicht schon lange Geld in sein Leben zu ziehen? Wer versucht nicht schon lange mehr Kunden in sein Business zu ziehen? Wir alle sind so programmiert. Wir wollen das, weil es für uns gedacht ist. Wir wollen Geld, wir wollen Fülle, wir wollen Freiheit. Geld steht für Freiheit. Wir können machen, was wir wollen, steht für Sicherheit, steht für Versorgung. Das ist für uns gedacht. Und der wichtige Punkt hier zu verstehen, dieses Manifestieren ist nicht reinziehen. Das ist so ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Manifestieren heißt, ich bin hier, etwas ist da draußen und ich muss es reinziehen. Es gibt auch die Praktik vom Energie ziehen. Ich muss etwas zu mir ziehen. Und das ist dieser absolut falsche Ansatzpunkt, dieses komplett falsche Verständnis von Manifestieren. Das kommt aus dem Gesetz der Anziehung. Ich muss etwas anziehen, was außerhalb von mir ist. Und es ist so, so wichtig, dass hier mal aufgeräumt wird. All die Leute, die versuchen, verzweifelt Kunden oder Geld zu sich zu ziehen, müssen Folgendes verstehen. Du bist nicht getrennt von irgendetwas. Du bist alles. Deine Energie dominiert deine Realität. Du bist komplett deine Realität. Und was du jetzt glaubst zu sein, das zeigt sich im Außen. Und du glaubst, dass du jemand bist, der Geld anziehen muss. Du glaubst, dass du jemand bist, der getrennt ist von seinen Wünschen. Und erst dann, wenn du erkennst, dass es hier um eine Einheit geht, um deine Einheit, um deine einzige Persönlichkeit, die die Einheit darstellt, dann wirst du erfolgreich manifestieren. Es ist so ein wichtiger Unterschied und ich bin wirklich hier absolut überzeugt davon, dass ich diesen Irrglauben, dem ich selber ja jahrelang aufgesetzt gesessen bin, endlich lösen möchte. Solange du glaubst, manifestieren geht eben so dadurch, dass du hier bist und das, was du willst, ist dort. Solange du glaubst, du bist getrennt, hast du nicht verstanden, dass Energie niemals getrennt sein kann. Und du hast wahrscheinlich schon verstanden, dass Geld Energie ist. Aber wenn du immer noch glaubst, dass Geld eine Energie außerhalb von dir ist, wirst du dich abmühen, diese Energie zu dir zu ziehen. Hier geht es wirklich darum zu erkennen, Energie ist in mir. Ich bin die Energie. Ich bin die Informationsgeberin, der Informationsgeber der Energie. Die Energie, die ich bin, zeigt sich da draußen. Also heißt es, solange ich glaube, Geld ist nicht für mich, unter welchen Umständen auch immer, wir erzählen uns ja so wahnsinnig tolle Geschichten. Geld ist nicht gut, Geld stinkt, Geld ist schlecht. Solche Sachen, ja? Du möchtest kein Geld verkörpern, das schlecht ist oder das stinkt. Deswegen trennst du dich ab. Aber du bist in Wahrheit gar nicht abgetrennt, denn in deinem Kopf bist du jemand, der stinkiges, schlechtes Geld reflektiert. Ja, du generierst für dich eine Realität, in der Geld schlecht, stinkig oder Mangelware ist oder nicht da ist oder zu wenig da ist. Das ist deine Realität. Und da kannst du machen, was du willst in dieser Realität.
Da kannst du anfangen, Strategien zu machen. Du kannst Business machen. Du kannst dich selbstständig machen. Du kannst einen neuen Job finden. Aber du wirst weiterhin in dieser Realität sein, wo du eine Persönlichkeit bist, die mit Geld auf Kriegsfuß ist oder wo Geld halt Mangelware ist oder wo Geld halt kommt und geht. Und du musst diesen ganzen Raum aufräumen, deinen ganzen Ansichtsbereich in Bezug auf dich mit Geld, deine ganze Beziehung, du und Geld, woher Geld kommen kann, woher Geld nicht kommen darf, was Geld für dich bedeutet. All das ist für dich wahr. All das ist deine Realität. Und du weißt es zum Teil gar nicht, was du alles glaubst. Aber du siehst das Ergebnis. Weil die Realität, die du gerade lebst, ist eine Reflexion von dir. Und jetzt komme ich zum allerwichtigsten Punkt. Alle Leute, die ihr Business in Bezug auf Finanzen und in Bezug auf Kunden, genügend Kunden, Zulauf von Kunden, Traumkunden, alles, was man da so draußen liest, was die Problematiken der Menschen sind, alle, die diese Problematik gelöst haben und dir sagen, dass du sie lösen musst, indem du etwas Spezielles tust, eine spezielle Strategie verfolgst, etwas Spezielles anwendest, einen Funnel, eine Marketingstrategie, was auch immer alles da im Angebot ist. Die Leute, die dir sagen, dass sie Erfolg hatten mit dieser Vorgehensweise, haben nicht wegen dieser Vorgehensweise Erfolg gehabt, sondern mit der Identität, der Persönlichkeit, die diese Vorgehensweise ihnen erlaubt hat zu verkörpern. Verstehst du das? Weil es so rum funktioniert. Es kommt alles aus dir heraus, aus dem, was du glaubst zu sein, aus deinem Ich Bin, aus deinem Seinszustand. Und alles, was drumherum passiert, wo die Leute tatsächlich glauben, ehrlich glauben und auch ehrlich verkaufen, Strategien, Wege, Schritt für Schritt Geschichten, ist nicht der Grund für deren Erfolg, sondern der Grund für deren Erfolg ist, dass sie ihre Persönlichkeit geschiftet haben, dass sie zu einer Identity, zu einer Identität, einem Brand, zu einer Eigenansicht, zu einem Selbstkonzept gekommen sind, das sagt, ich bin wertvoll, ich bin perfekt, für mich ist Fülle da, Geld und ich, wir sind absolut eins, wir sind so, so, so dick, Geld ist für mich überhaupt kein Thema. Geld fließt zu mir, unterstützt mich. Geld ist eine Selbstverständlichkeit für mich, dass Geld mehr und mehr wächst und anwächst und mir Möglichkeiten und Freiheiten unendlicherweise zur Verfügung stellt. Diesen Mindset aus der Fülle, ohne einen Mangel, haben sie sich erlaubt zu verkörpern. Jeder Mensch hat das genau das gemacht und ist sich nicht bewusst. Die wenigsten sind sich bewusst. Die meisten glauben, es ist, weil sie das und das getan haben, sind sie zum Erfolg, sind sie zu Geld, sind sie zu Kunden gekommen. Aber dem ist nicht so. Sie sind zu ihren Ergebnissen, zu ihrem Erfolg gekommen, weil sie sich erlaubt haben, sich als wertvoll und erfolgreich zu identifizieren. Und genau das ist Branding. Das ist Branding, das ist persönliches Branding. Das ist das, wenn sich ein Mensch eine Identity erlaubt, die aus Fülle, Freude, aus allen Wünschen, aus allen erfüllten Wünschen entsteht. Und ein Mensch, der dasteht und sagt, Geld fliegt mir zu, mein Business boomt, es ist absolut einfach für mich, Geld zu verdienen. Die Leute fragen mich nach,
Mein Angebot, meine Dienstleistung, die ist absolut top, high level quality. Niemand hat einen Zweifel an mir. Ich habe keinen Zweifel an mir. Ich weiß, ich bin das Beste, die Beste, der Beste von den Besten in meinem Bereich, in meinem Angebot. Nichts ist vergleichbar mit mir. Logischerweise sind alle begeistert von mir, von meinem Angebot, von meinem Business. Das ist ein Erfolgsmindset und der bedarf kein Beweis. Kein Beweis. Energie braucht keinen Beweis. Nur dein Verstand, dein Human Mind, dein Ego Mind, der denkt halt, ja, wenn ich das und das gemacht habe, dann darf ich mich so fühlen. Wenn ich das und das erreicht habe, dann darf ich mich so sehen. Wenn ich da in dieser Strategie drin bin, wenn ich mit diesen Leuten zusammenarbeite, wenn ich in dieser Community dabei bin, dann darf ich mich so fühlen, dann darf ich das verkörpern. Aber es ist nicht notwendig. Du darfst jederzeit, zu jedem Moment verkörpern, was du möchtest. Es gibt keinen Erlaubnisgeber, den du dir reinholen musst. Weil letztendlich bist du der Gatekeeper. Bist du, dein Mindset gibt dir die Erlaubnis, diese Identität zu verkörpern oder nicht. Und das ist beim SP genau das Gleiche. In Bezug auf deine spezielle Person, in Bezug auf deine Beziehung, in Bezug auf deine Liebesbeziehung. Genau das Gleiche. Aber da verstehst du es besser. Was musst du liefern, leisten, damit deine spezielle Person sagt, wow, du bist mein one and only. Nichts ist mit dir vergleichbar. Du bist die Frau, der Mann für mich. Das legst du auch fest. Und deswegen ist es absolut kein Unterschied, ob du spezielle Personen für dein Liebesleben manifestierst oder ob du spezielle Personen für dein Business manifestierst. Es ist genau das Gleiche und es geht nur über dein Ich bin, wer du bist. Und du brauchst keinen Erlaubnisgeber außer du selbst. Du musst dir bedingungslos die Erlaubnis geben und weißt du was? Du kannst sie dir nämlich super bedingungslos geben, diese Erlaubnis, weil im energetischen Universum gibt es keine Zusammenhänge, keine Bedingungen, gar nichts, was mit irgendetwas anderem zusammenhängt, außer mit dem, was du entscheidest, was du auswählst. That's it. Es ist so simpel. Und all diese Angebote, Teachings, Coachings, Mentorings, die dir Bedingungen beibringen, die du erfüllen musst, um zu funktionieren, weil du glaubst, dass du diese Bedingungen erfüllen musst. Und du nimmst es dann an und dann machst du es und dann erlaubst du dir, fantastisch zu sein. Aber du bist fantastisch so oder so. Deine Aufgabe ist es nur herauszufinden, dass es tatsächlich so ist, das zu glauben, nicht mehr anzuzweifeln und zu verkörpern. Denn unser Universum ist absolut unlimitiert. Es ist absolut grenzenlos. Die Grenzen, die du siehst, hast du manifestiert. Die gibt es aber nicht. Es gibt keine Grenze. Du kannst sein und verkörpern, was du willst. Und diesen Mindset musst du in dir so tief aufnehmen, dass es für dich das Normalste der Welt ist, dass du weißt, wenn dir ein Wunsch, wenn dir eine Idee in den Kopf kommt, dass du gerne haben möchtest, dass du gerne sein möchtest, dass du gerne erleben möchtest, dass du sofort gleichzeitig weißt, ja, dann ist es für mich. Ja, dann ist es für mich. Logisch ist es für mich. Es ist für mich schon getan. Es ist für mich schon gemacht worden. Halleluja. Juhu. Dankeschön.
Wer denkt so? Der Ego-Mind kann so nicht denken. Nur der Divine-Mind. Aus meinem Divine-Design heraus kann ich diese Dinge wissen. Und wenn ich sie weiß, kann ich sie verkörpern. Und wenn ich sie verkörper, dann wird mir das Leben die Reflexion davon zeigen. Und das ist Gesetz. Dieses Gesetz kann niemand brechen. Du kannst Umwege gehen, du kannst Erlaubnisgeber hier holen, Erlaubnisgeber da holen, kleine Schritte, Schritte, Schritte gehen. Aber du kannst auch einen sogenannten Quantenleap machen, einen Quantenshift. Und das ist ganz, ganz einfach. Und das kannst du in deinen Coachings mit deinem Coach jederzeit machen. Aber weißt du, was anders ist bei mir? Du lernst, in diesem Quantenleap zu bleiben. Du lernst, in diesem Zustand zu bleiben. Du lernst, zu sein, und zwar langfristig zu sein. Und immer mehr und mehr und mehr davon zu sein. Mehr und mehr Divine Design auf deine eigene Art zu verkörpern und der Realität als Spiegel zu dienen. Und das ist anders und das lernt dir niemand. Du hast kurzfristige Erfolge, Manifestationserfolge, so easy, so schnell. Aber genauso schnell verpufft die ganze Sache immer wieder. Das ist einerseits super gut, wenn du nämlich Zeug manifestiert hast, was du nicht haben willst, aber gleichzeitig super schlecht, wenn du endlich mal die Sachen manifestierst, die du haben willst, und sie zerrinnen dir in den Händen, weil deine Identity, dein Selbstkonzept flüchtig ist. Es ist wobbly. Es wechselt. Und diese Klarheit über deinen Seinszustand, wenn du die gewonnen hast, wenn du auf dieser Foundation, auf dieser Basis stehst und sagst, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wie das Spiel des Lebens hier läuft, also, dann bring it on. Und ich muss keine Angst haben, keine Zweifel haben, dass es nicht gebracht wird, wenn ich mir sicher bin. Ich bin, die ich bin, und ich habe mein Management, ich habe meine Tools und ich lasse mich nicht vom Pferd runterschmeißen, ohne dass ich im nächsten Moment wieder aufsteige. Und ich bin diese Amazone meines Lebens. Ich bin hier, um dieses Leben in seiner geilsten und grandiosesten Ausgestaltung für mich zu erleben. Und that's it. Und das ist für dich genauso. Du hast deine Realität, du hast deine Welt. Aber wir sind alle in Wahrheit göttliches Design, Divine Design. Und wir sind alle in Wahrheit ohne Grenzen. Wir sind alle grenzenlos. Wir begrenzen uns, solange wir uns mit unserem Ego-Mind, mit unserem Human-Design-Mind identifizieren. Und weil das nicht sein muss und weil es so viel Spaß macht, grenzenlos zu sein, grenzenlos zu denken, sich grenzenlos zu freuen, grenzenlos zu lieben, grenzenlose Begeisterung zu verkörpern, lade ich dich ein, schau dir auf meiner Homepage mywellfeeling.com das neue Mastermind an. Wir starten im August und es heißt Unlimited. Und es ist nur für die Frau, die bereit ist, sich diesen Unlimited Platz in ihrem Leben zu holen. Und das heißt, all deine Lebensbereiche verlieren ihre Grenzen. All deine Ängste verlieren ihre Kraft. All deine Zweifel, all deine Sorgen, die bleiben verborgen, weil sie in deiner Realität überhaupt nichts mehr zu suchen haben. Wenn du bereit bist für Unlimited, dann bist du jemand, der dieses Prinzip verstanden hat. Dann bist du jemand, der verstanden hat, dass es nur an dir liegt, dass es nicht daran liegt, was du machst, sondern dass du das machst, was du bist, was zu dir passt, in
dem jetzigen Moment und dem jetzigen Moment und dem jetzigen Moment und dem jetzigen Moment und dem jetzigen Moment. Dann ist Unlimited absolut für dich. Ich werde in Zukunft noch mehr darüber reden, weil es ist ein absolut geniales Mastermind, wo du 1:1 hast, wo du Gruppe hast und wo du einen Retreat-Wochenende dabei hast, in person. Das ist das Grandioseste, was passiert, wenn du mit mir persönlich zu tun hast. Weil dann siehst du, dann sehen deine Augen ganz genau diese Energie, diesen energetischen Raum, den ich dir eröffne. Und in dem, weißt du, lernst du zu leben. Und du merkst, dass, das ist ja gar nicht der Patricia-Raum, das ist ja dieser Divine Design-Raum. Das ist ja auch mein Raum. Und dann nimmst du diesen Raum mit und füllst ihn mit dir aus, und zwar grenzenlos. Du bist hier, um grenzenlos glücklich, frei, gesund, begeistert und außergewöhnlich zu sein. Ganz speziell und individuell, aber trotzdem grenzenlos göttlich, geliebt, gewollt, ohne Fehler, in absoluter Perfektion. Ja? Absolute Perfektion. Das ist das, was dein Geburtsrecht ist. Wenn du dein Ego-Mind verlässt, bleibt nur noch absolute Perfektion. Kannst du das glauben? Wenn ja, bist du hier genau am richtigen Ort. Like meine Videos. Wir sind gleich bei 4.000 Abonnenten. Das ist so genial. Das wird ein weltweites Movement, weil es die einzige Wahrheit, die gelebt werden kann. Und deswegen teile, kommentiere, such, bring alle Leute auf meinen Kanal, damit jedem dieses Licht aufgeht, das eigentlich ja schon in jedem angelegt ist. Divine Design Soul Blueprint, das haben wir alle mitgekriegt. Da kommen wir her, da haben wir gesagt, gib mir den Körper, damit ich mich besser erfahren kann, damit ich besser Erfahrungen machen kann, weil ich habe 5 Sinne zusätzlich zur Verfügung. Und darum geht's. Wenn du das verstehst, dann liegt dir die Welt zu Füßen, denn du bist die Welt. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.